herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video will ich versuchen, eine spannende Frage, zumindest versuchen zu beantworten, ob es Außerirdische gibt. Gibt es also Außerirdische? Und dazu empfehle ich dir auch, das Video über die Begriffe anzuschauen. Denn ich kann dich jetzt auch fragen, gibt es Bannonen? Da wirst du fragen, bitte, was sind Bannonen? Ja, genau. Ich frage dich, bitte, was sind Außerirdische? Vor vielen Jahren bin ich im ersten Seminar danach gefragt worden, Axel, glaubst du oder weißt du, ob es Außerirdische gibt? Und dann habe ich die Frage gestellt, die eben wir eigentlich immer stellen sollten und sagen, bitte sage mir du, was du unter einem Außerirdischen verstehst. Und in dem Moment, wo man diese Frage stellt, wird es auf einmal klar, dass man zwar ein Bild hat oder ein Wort hat, aber keinen Begriff dafür. Also was ist denn eigentlich ein Außerirdischer? Was soll das denn sein? Also das Erste ist ja so, dass ein Materialist nicht glaubt, dass es eine geistige Welt gibt. Das haben wir für uns in diesem Sinne hinter uns gelassen und gesagt, na gut, wir sind geistige Wesen. Jeder von uns ist ein geistiges Wesen. Wir sind Terranauten. Das heißt, wir kommen aus der geistigen Welt auf die Erde, kleiden uns in einen Anzug und sind hier und gehen wieder weg und kommen wieder. Wir machen sozusagen Unternehmen einen Forschungsentwicklungsauftrag. Forschung für wen auch immer, für uns selber und entwickeln auch für uns, aber auch für diesen Weltenplan. Das heißt, wir sind geistige Wesen, die auf die Erde kommen, in einem Terranautenanzug, einem Erdenanzug. Ja, was ist denn das anderes als ein Außerirdischer? Wir kommen ja nicht von der Erde. Wir kommen auf die Erde. Und wenn jetzt jemand sagt, ein Außerirdischer ist jemand, der von außen auf die Erde kommt, dann sage ich, gut, diese Erde ist bevölkert von mittlerweile 7,5 Milliarden Außerirdischen. Jeder Mensch ist ein Außerirdischer. Du kannst nach diesem Video immer jederzeit den Leuten versprechen, ich zeige dir einen Außerirdischen. Und du kannst eben sagen, es steht einer vor mir. Also, es kommt darauf an, was wir unter Außerirdischen verstehen. Wir sind alle in diesem Sinne Außerirdische. Gut, dann sagen wir, ja, das ist aber nicht das, was ich meine. Also, was könnte man noch meinen? Wir könnten fragen, ist ein Engel ein außerirdisches Wesen? Nun, Engel haben keinen Terranautenanzug. Die kommen nicht mit einem äußeren Anzug auf die Erde, aber sie leben in der geistigen Sphäre der Erde. Wenn wir sagen, wir verstehen darunter auch außerirdische geistige Wesen, die jetzt als geistige Wesen hier leben, dann ist diese Erde auch bevölkert von vielen, vielen Milliarden von Außerirdischen. Also, das ist vielleicht auch nicht das, was die Menschen meinen. Wir könnten uns mal fragen, was eigentlich unsere Maschinen sind, wenn wir Roboter bauen. Da haben wir vielleicht das erste Mal Irdische. Da haben wir das erste Mal, ja, man könnte fast sagen, halbintelligente Irdische. Das sind keine Außerirdischen, das sind Irdische. Die werden hier geschaffen, wir nicht. Wir wird nur unser Körper geschaffen. Also wenn wir sagen, Außerirdische sind geistige Wesen, die auf die Erde kommen, dann haben wir das mit den Menschen schon abgehakt. Was könnte noch ausstehen? Was könnte es noch geben? Ja, wir könnten sagen, ich meine jetzt das, wenn es physische Wesen gibt, also Wesen, die einen physischen Körper haben und dann mit Raumschiffen hier auf die Erde kommen. Dann wäre das eine Frage, dass wir sagen, okay, solche Außerirdische meine ich. Dazwischen gäbe es noch andere. Dazwischen gäbe es zum Beispiel Wesenheiten, die jetzt, wie wir es im anderen Video besprochen haben, einen solchen ätherischen Anzug haben, solchen Ätherkörper, und die aber sich nicht in einen solchen Raumanzug kleiden können, ja, die sozusagen durch das Weltall reisen in dieser Ätherwelt, weil die gibt es draußen auch. Dann könnte man sagen, ja gut, das sind Wesenheiten, die kommen von einem anderen Sonnensystem als ätherische Wesenheiten hier auf die Erde. Ja, die Frage ist nur, brauchen die dann Raumschiffe? Weil in dieser Ätherwelt kann man jederzeit fliegen ohne Raumschiffe. Also das wäre eine völlig neue, spannende Frage. Brauchen solche Wesenheiten, denn das kann ich dir versprechen, alle Planeten sind belebt, alle Sonnensysteme sind belebt, das ganze Universum ist voll von Lebewesen. Es gibt Außerirdische ohne Ende in allen Systemen.
Die Frage ist, ob Sie hierher kommen können und wenn ja, auf welche Art und Weise. Die Frage, SETI-Frage, ja, gibt es Außerirdische, ist aus Sicht der Geisteswissenschaft keine Frage mehr. Das ganze Universum besteht aus lauter Außerirdischen. Also, wer davon kommt eventuell hierher, in welcher Form, das wäre die Frage. Du bist hergekommen auf deiner geistigen Reise und hast dich hier auf diesem Raumschiff Erde in einen Terranautenanzug gekleidet. Jetzt bist du hier, wirst irgendwann zurückgehen. Ja, wo wirst du hingehen? Du wirst dort hingehen, wo du eventuell hergekommen bist. Vielleicht kommst du ja vom Sirius. Vielleicht kommst du von den Plejaden. Vielleicht kommst du sogar von einem Andromedanebel. Wer weiß? Du als geistiges Wesen bist überhaupt nicht gebunden an diese Erde. Und so kann es natürlich Außerirdische geben von all diesen Planeten und Sonnensystemen, die uns besuchen. Aber die besuchen uns eventuell so und so im geistigen Raum, ohne dass sie Raumschiffe brauchen. Und deshalb reduziert sich letzten Endes die Frage, die da diskutiert wird, ob es Außerirdische gibt. In diesem Sinne gibt es physische Wesenheiten oder eventuell ätherische Wesenheiten, die von außen mit Raumschiffen, physischen oder ätherischen, auf die Erde kommen. Ja, so wie wir, wenn wir heute mit unseren Raumstationen und Raumschiffen nach draußen fliegen, in dem physischen Anzug, ob es dann solche Wesenheiten gibt, die in einem anderen physischen Körper in Sonnensystemen leben und hier herunterkommen. Das wäre dann eine sehr konkrete Frage. Und die kann ich hier und will ich hier auch nicht endgültig beantworten. Aber das wäre dann die korrekte Frage. Eine zweite Frage wäre noch die, das wissen wir heute aus der Physik auch, die zweite Frage, denn das habe ich hier aufgeschrieben in dem Video über die drei Welten, wenn du das anschaust, da gibt es unsere physikalische Welt, die wir heute normalerweise untersuchen. Und es gibt heute schon eine Physik, die auf den Universitäten noch nicht gelehrt wird, aber bestimmt in gewissen militärischen Kreisen, die sogenannte Ätherphysik. Es gibt sehr viele physikalische Arbeiten über Kräfte in der sogenannten Ätherwelt, auch das Thema Antigravitationsantrieb mit Hilfe dieser ätherischen Kräfte. Diese Physik ist schon weit fortgeschritten, wird aber in der Öffentlichkeit nicht unterrichtet, weil sie offensichtlich unter Geheimhaltung unterliegt. Und da können wir uns noch fragen, gibt es eventuell Wesenheiten, die in dieser Ätherwelt nur leben und die mit ätherischen Raumschiffen kommen und die Erde besuchen und hin und wieder diese Raumschiffe für uns sichtbar machen auf der Erde, ja, sodass sie uns erscheinen wie physische Menschen, aber letzten Endes nur geistige Menschen sind, also Menschen oder Wesenheiten, die einen solchen ätherischen Anzug haben. Das sind die beiden Fragen, auf die sich letztens die Frage nach Außerirdischen reduziert. Und alle anderen Fragen, ob es Außerirdische gibt, erledigen sich dadurch, dass jeder von uns ein solcher ist. Und ob es solche genannten Außerirdischen gibt, das ist immer noch etwas, worüber wir miteinander streiten können, weil es da noch keine Klarheit gibt. An anderer Stelle werde ich dann diese Frage auch nach UFOs versuchen, einmal anzugehen. Und bis dahin wünsche ich dir viel Freude mit diesen Gedanken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis gleich, dein Axel.